Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Also dass jetzt im November vor 7 Wochen hat Hochstetter seinen Vertrag verlängert, dass jetzt dieser Mann in Bochum, ne? In Bochum, Tabellenelfter, zweite Liga, dass jetzt unbedingt dieser Mann geholt werden muss, ist die pure Not. Es ist zur Unzeit. Und angeblich nur für 3 Millionen. Hör mal, ist ein Schnäppchen. Naja, so viel wird der HSV sicher nicht zahlen. Sagen wir, für Oliver Kreuz hat er 650.000 bezahlt. Und ein halbes Jahr später hat der Mäzen gesagt, das wäre ein Drittliga-Manager. Der HSV hat ja sogar für einen Co-Trainer Peter Hermann seinerzeit 140.000 Euro Ablöse an Schalke 04 überwiesen. Und der Hermann hat dann den Herrn Knebel unterstützt. Und nach 3 Wochen war dann Herr Knebel wieder weg. Ja, also ist diese Außendarstellung überhaupt noch zu toppen? Nein, sie ist auch nicht mehr irgendwo nachzuvollziehen. Also wir haben jetzt, glaube ich, wie viele Spieltage haben wir? 10, 11? 10? 10? So. Ich gucke ja immer schon, ob sie wenigstens ein Stadion haben. Also ein Stadion haben sie. Aber sie gehen in eine Saison rein und jetzt, während du, und dass die Mannschaft, jetzt kannst du sagen, das hängt ja auch miteinander zusammen, ganz sicher, Mannschaft hat 2 Punkte geholt und man sucht, hat man also einen Trainer endlich gefunden, dann mitten in der Saison, der einem dann geholfen hat, dass man jetzt nach wie vor bei 2 Punkten steht. Und jetzt suchst du auch nach 10 Spieltagen einen Sportdirektor. Also wie viele Positionen kannst du noch so fließend, während die Saison läuft, austauschen, suchen, erkennen, dass du sie überhaupt brauchst? Diese Außendarstellung, das ist für diesen Club, das sage ich seit ewiger Zeit, so zum Fremdschämen, weil ich finde, der HSV hat eine solche innere Wucht und eine solche Bedeutung eigentlich, hätte sie im Konjunktiv, und macht sich zu einer Lachnummer. Jetzt, also ich habe mir sagen lassen, in Hamburg, als man mit Hochstetter das erste Mal gesprochen hat, es hat gestoppte 35 Minuten gedauert, bis die Inhalte, um was es dann geht finanziell, in der Öffentlichkeit Summe, war das? Nee. Bei der Hamburger Morgenpost gelandet waren. Wenn du dir das reinziehst, sagst du Dankeschön, komm, lass uns über was Vernünftiges reden, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Jürgen Wolf, der Mediendirektor, ist jetzt nach 12 Jahren gegangen. Der hat in seinen 12 Jahren 27 verantwortliche Trainer, Sportdirektoren, Vorstandsvorsitzende erlebt. Und der sagt artig, er geht, weil er neue Herausforderungen sucht. Also zu dem Zeitpunkt geht der Mediendirektor. Leute, lasst mal gut sein jetzt, ehrlich. Du. Ja gut, der Mediendirektor und Dietmar Beiersdorfer haben halt das große Vertrauensverhältnis. Ja. Die Außendarstellung ist, wie sie ist, und das verkaufen zu müssen, da kannst du aber Kühlschränke in Alaska aber sehr viel einfacher an den Mann. Ja. Marcel, Im Übrigen, man sagt, ich glaube aber, dass am Montag übrigens Vollzug gemeldet wird mit Hochstetter. Ich schätze mal, dass ich das so um 800.000 Euro... Was wäre denn, wenn das nicht Euro gelänge? Also dann könntest du aber die Lizenz zurückgeben, bitte freundlicherweise. Wenn das nicht gelingt, nachdem es so über den Markt gepresst wird, dann verstehe ich die Welt. Aber da sind wir doch schon beim nächsten Mal, wenn du sagst, jetzt sind 800.000. Ich meine, die holen jetzt den Christian Hochstetter, du hast auch gesagt, Mittelfeld, zweite Liga. Ja, das sind die Fakten. Schauen wir uns die Vorgeschichte an. Hannover, Vertragsauflösung war jetzt auch nicht so erfolgreich. Gladbach. Wenn man so viel Geld in die Hand nimmt, dann finde ich, muss man schon einen Spitzenmann dann holen. Und er hat den Nachweis bis jetzt noch nicht gebracht. Also Christian Hochstetter ist sicher ein in der Liga erfahrener Mann, ein vernetzter Mann. So, also die Chance, dass er sich da bewähren darf, die sollte man ihm geben. Und sie werden sich... Irgendjemand beim HSV wird sich Gedanken gemacht haben, warum Hochstetter, okay, so, man wird doch miteinander gesprochen haben. Die Frage ist doch jetzt, welche Halbwertszeit, von welcher dürfen wir jetzt ausgehen? Oder stellt er wieder einen neuen Kader zusammen, wird aber dann überholt von dem neuen Trainer, der wird dann aber wieder ein neuer Trainer, ein ganz anderer. Gisdol ist es dann nicht mehr, sondern wieder ein anderer Wundertrainer. Es musste Gisdol sein. Alles öffentlich, alles so lange öffentlich, bis du es nicht mehr hören konntest und die Mannschaft da 2 Punkte auf dem Konto. Lass uns.